lachen, bis der Arzt kommt. Die Villmarer Frauenfastnacht 2020 war wieder einmal ein voller Erfolg. Drei ausverkaufte Sitzungen und eine Seniorensitzung hat es im Pfarrsaal der Peter- und Paul-Kirche gegeben. Die Nachfrage war so groß, dass es durchaus noch eine vierte Frauenfastnachtssitzung hätte geben können. Die Darsteller um Ingrid Pohl hatten ja auch wieder einmal ein fantastisches Programm auf die Bühne gestellt. Naja, bei der Temperatur von den Pommes frites hier, da brauchen wir aber auch kein Brandsalz nicht. Gleich im ersten Sketch zeigten Pia Höck, Sabine Brös, Ursel Alban und Marion Höhler, was aus einer witzig gemeinten Spitzenbemerkung entstehen kann. Schnitzel ist jetzt auch noch kalt. Ist was? Nee. Eine fröhliche Nummer, die sehr viel schauspielerisches Können abverlangte, war die stumme Nummer des Anglers, erstklassig in Szene gesetzt von Doris Clercy. Also, ich sag's Ihnen, wenn dieses Triebwerk hier zu brennen beginnt, dann haben Sie tatsächlich eine wirklich gute Sicht. Ursel Alban verstand es gekonnt, im Flugzeug die Sitznachbarin Iris Friedrich derart zu vergraulen, dass sie letztlich freiwillig den Platz räumte und sich auf einen der hinteren Plätze verzog. Aber damit ja noch nicht genug, weil während des Absturzes... Vielen Dank, mein Herr. Ich habe jetzt genug von Ihnen. Sie können gerne jetzt meinen Fensterplatz annehmen, damit Sie eine gute Aussicht haben, falls das Triebwerk zu brennen beginnt. Ich begebe mich jetzt nach hinten auf die letzten Plätze. Schatzilein, du kannst nach vorne kommen. Also. Die Expertinnen Sabine Ansorge und Ruth Brahm griffen mal wieder wichtige Frauenthemen auf. Da Hunger schmier ihr Leute in Yoga-Leggings raus. Ich sahne euch ein heißes Tag. Mit Hibiskusblüten und Orchideenblättern. Ja. Also rein optisch reif für die Bestäubung. Ist der Bart zu eng? Und der Bart zu dick? Lass mal den Korn! Ey, Ghostbusters! Geht der Knopf nicht so? Und die Hose platzt. Lass mal den Korn! Ey, Ghostbusters! Edith Brahm führte uns allen einmal deutlich vor Augen, dass jeder seine Krempelschublade zu Hause hat. Kulis. 100 Kulis. Und jede Hausfrau würde sich in dieser Schublade sofort zurechtfinden. Die werden aber aufgehoben. Die meisten sind kaputt, du kannst noch nicht mal die Mimi runterdrücken. Und wenn du da so eine rausnimmst, merkst du, dass der nämlich geht. Da werft man den Kraut wieder in den Schubladen. Nein.
Wer hat es nicht schon einmal erlebt? Da möchte man mit seiner Freundin ins Kino gehen und sich gemeinsam einen Film anschauen. Als junger Mensch gehört ja auch noch Kuscheln und Knutschen dazu. Aber das Kino ist schon so voll, dass man sich doch getrennt hinsetzen muss. Iris Friedrich, Silvia Werner, Ursel Scheu, Margit Rosam, Sabine Brötz und Irina Friedrich gelingt es hervorragend, ohne Text, mit gekonnter Situationskomik den Anwesenden die Tränen in die Augen zu treiben. Na und Sabine Ansorge und Ingrid Pohl, alias Frau Kotschian und Frau Bulicek, durften auf der Frauensitzung natürlich nicht fehlen. Na, wenn ich gewusst hätte, dass Sie die Oper meinen, als Sie gesagt haben, dass wir die Carmen anschauen täten. Ja, was haben Sie denn gedacht? Na, hab ich gedacht, die im Fernsehen immer kommt, die von den Robert. In der Oper Carmen waren sie gewesen. Während Frau Bolitschek nur Augen für den Dirigenten hatte, hätte Frau Kotschian viel lieber die Carmen Geißen getroffen. Ja, was und? Ich meine, haben sie was gesehen? Ja, nein, der war doch ganz beschäftigt mit seinem Orchester. Auf dem Heißen? Im Probenraum. Ach so. Also, ich habe im Vorübergehen gehört, wie er gesagt hat, alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt nach oben und holen sich einen runter. Wie gut sich ein altes, vertrautes Ehepaar versteht, zeigten Doris Clercy und Edith Brahm im Sketch Schlechte Laune. Ich will hey hocke. Und bei nicht so auf Amo da hocke. Nicht auf Amo. Ich will immer schon hey hocken und mich ausfrauen. Jetzt hättest du noch die Schiedszeit zu machen, was der Spaß möchte. Ja? Lies doch was? Im Moment nicht. Da lest du mal was. Später vielleicht. Hol dir da mal den Illustrierten. Ich will aber erst noch ein bisschen hey hocken. Früher war's ein Augenschmaus, doch jetzt geht euch die Luft schon aus.
doch Silikon, das tun wir euch nicht an. Einen perfekten Gesang lieferten Sabine Ansorge, Iris Friedrich und Silvia Werner ab. Sie nahmen die fülligen und weiblichen Rundungen aufs Korn und kamen um eine Zugabe nicht herum. Wenn's im Sitzen liegt's auf meine Knie. Jetzt sind so weit, weit weg. So weit, weit weg von mir. Vegetarisches Essen und Tofu ist derzeit in aller Munde, doch schmecken muss es nicht jedem. Sabine Brötz und Margit Rosam zeigten, wie es so an den heimischen Tischen wohl ablaufen könnte. Günther, ich werde jetzt Schritt für Schritt die Ernährung umstellen. Also gut, aber das, was hier auf dem Teller lag, das esse ich auf jeden Fall nicht. Jetzt musst du mir nur noch erklären, was du mir den nächsten Sonntag kredenzen willst. Da habe ich doch schon ein sehr gutes Rezept parat. Käse-Dinkelbällchen an Naturreis in einer Avocado-Kürbissoße. Übrigens habe ich auch schon mal überlegt, ob ich nicht auch schon mal so Puten befreien werde. Die Irmgard wird auch mitmachen. Ach jo, wird hier alles interessanter. Die würden wir draußen im Garten halten. Würden wir ihr durch viel Bewegung wieder das Mastgewicht senken, durch gutes Futter. Würde sie wieder artgerecht ernährt werden, könnte dann natürlich auch das Umkippen wäre dann nicht mehr und sie würde sich wieder normal bewegen. Hilde, hast du dir mal überlegt, ob das Konzept auch auf dich anwendbar ist? Günther, weißt du. Frau Meier, Sie haben sich um die Stelle als Sekretärin bei mir beworben. Im Moment habe ich nur eine vorübergehende Aushilfe, sodass ich die Stelle neu besetzen muss. Deshalb suche ich eine kluge und intelligente Sekretärin. Die Zusammenarbeit macht einfach mehr Spaß, wenn auch die Sekretärin über eine gewisse Allgemeinbildung verfügt. Sagen Sie, wie heißt die Hauptstadt von Norwegen? Kopenhagen! Leider nein, es ist Oslo. Aber da irrt man sich ja gerne. Dass man bei einem Vorstellungsgespräch einfach nur selbstsicher genug auftreten muss und mit gezielten Fragen perfekt gekontert den zukünftigen Chef gleich richtig einnordet, das zeigten Irina Friedrich, Pia Höck, Silvia Werner und Ursel Alban. So eine Art Strandhöschen für heiße Tage. Oh Gott. Wissen Sie, die Arbeit macht einfach mehr Spaß, wenn auch der Chef über eine gewisse Allgemeinbildung verfügt. Natürlich! Ja, wissen Sie, wo und wann Goethe geboren ist? In Weimar. Die Jahreszahl ist mir jetzt leider entfallen. Nun ja, es ist 1749 gewesen und geboren ist er in Frankfurt. Aber da irrt man sich gerne schon mal. Ein Waldraut, was leistet dich dann so an? Mit der allseits geliebten Waldraut, gespielt von Ruth Brahm, im Streitgespräch mit der Moderatorin des Abends Ingrid Pohl, ging ein ausgesprochen fröhlicher Abend mit äußerst strapazierten Lachmuskeln zu Ende. Ach, gestresst, Gauner mit deinen Männern und deinen. Du kannst doch gar nicht mitschwitzen, da hörst du doch an. Jo. Und was willst du machen, der Bestatter ruf? Ich verstehe es jetzt, sei doch dankbar, dass du deinem Alter überhaupt dann aus. Was? Du bist ja sowas von gemein, Waltraud. Waltraud, weißt du was? Was da? Der Zahn, der zahlt, der nagt an jedem. Ach jo, Ingrid, aber bei dir, da hat er so richtig Zaugewässer. Haare auf den Zehen und ein bisschen dick. Für manchen Herrn der Schöpfung, da ist das auch recht schick. Doch was mich wirklich stört, heute kann ich dir ja sagen, nicht jeder Herr der Schöpfung kann halt so ein Gesicht vertragen. Drum leih mir dein Gesicht, ich will heute schick sein. Nicht wegen all der
Zahlreiche eingeforderte Zugaben zeigten, dass die Truppe um Ingrid Pohl mit ihrer Frauensitzung immer den Nerv der Zeit trifft. Wir freuen uns schon auf die Frauenfastnacht 2021 und reservieren schon jetzt einen Platz im Pfarrsaal. Musik.